Kaspers Stippvisite. Am Samstag habe ich ihn noch bei der Goldenen Sonne in Kalka getroffen. Und jetzt ist er schon wieder heute für Sie unterwegs. Immer auf der Suche nach den besten Gesundheitstipps für Sie. Und da schalten wir sehr gerne immer zu Björn Kasper, denn er hat immer tolle Gäste vor Ort. Und heute schalten wir ins Kurzentrum Waren an der Müritz. Björn, wen hast du denn heute zu Gast und was machst du da? Hallo liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, ja, schöne Grüße nach München von Waren-Müritz. Direkt an der Müritz befinde ich mich hier zwischen Hamburg und Berlin im wunderschönen Kurzentrum Waren-Müritz und neben mir die Frau Dr. Appel. Wir stellen heute ein ganz besonderes Konzept vor in Ihrem Kurzentrum, ein medizinisch-therapeutisches Konzept in einem Vier-Sterne-Hotel, direkt alles unter einem Dach. Und wenn ich unterwegs bin, heißt es immer Urlaub und Gesundheit verbinden, und das schreiben Sie hier ganz groß. Erzählen Sie ein bisschen was als Ihre Therapieform und was ist das Besondere an Ihrem Kurzentrum hier? Das Besondere an unserem Kurzentrum ist, dass wir zum einen den Hotelaufenthalt genießen können und natürlich das Ganze mit medizinischen Anwendungen verbinden. Unser Heilmittel ist die Thermalsohle. Ja, ein Naturschatz, den wir nutzen können für medizinische Zwecke. Und wir sehen hier einmal, dass das Ganze umgesetzt wird im Gradierraum für die Atemwege. Aber natürlich kann man auch für Beschwerden des Bewegungsapparates die Thermalsohle nutzen. Wir haben verschiedene Konzentrationen. Wannenbäder mit 4-16% Konzentration. Es steht ein Schwebebecken zur Verfügung mit 16% und ein Sohletherapiebecken haben wir auch, indem man eben den Auftrieb dieses salzhaltigen Wassers nutzen kann für Bewegungsübungen. Die Warener Thermalsohle, Sie haben es gerade angesprochen, das ganz Besondere hier. Wo kommt die her? Ein Sohlemeer, so kann man sich's vorstellen, befindet sich unterhalb von Waren in 1600 Meter Tiefe. Und die Sohle wird von da gefördert, nicht weit von hier, und wird dann nutzbar gemacht für unsere Therapien. Sie lassen Ihren Kurgast nicht alleine. Sie haben ein medizinisch-therapeutisches Konzept. Wie sieht das aus in Ihrem Hause? Es ist immer ein Arzt im Haus, wenn die Therapien laufen, sodass medizinische Betreuung immer gewährleistet ist. Und der Gast kann auch am Anfang des Aufenthaltes den Arzt konsultieren, sodass wir den Gast kennenlernen, seine Beschwerden erforschen und daran auch die Therapien ausrichten, sodass jeder individuell ein gezieltes Programm bekommt, um Beschwerden zu bessern. Für den Sonnenklar-TV-Zuschauer als Beispiel, welche Krankheitsbilder werden hier behandelt oder womit beschäftigen Sie sich hier? Vor allem geht es um Arthrose oder rheumatische Beschwerden. Arthrose meist Knie- oder Hüftgelenk oder auch die Wirbelsäule ist häufig betroffen. Rheumatische Beschwerden, ja, auch dafür kann man sich die Sohle nutzbar machen. Und auch Atemwegs- oder Hauterkrankungen gehören zu unseren Schwerpunkten. Ich fand gerade total süß, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, hier zum Interview bin ich mit dem Fahrstuhl runtergefahren. Im Untergeschoss ist der komplette Therapiebereich und viele Gäste im Bademantel, im Fahrstuhl, die einfach das genießen, hier in einem Haus zu bleiben. Das ist auch das Besondere hier. Das ist das Besondere. Es ist alles unter einem Dach. Man hat den Komfort des Vier-Sterne-Hotels und auch die medizinischen Anwendungen, ohne das Haus verlassen zu müssen. Jetzt haben Sie verschiedene Arrangements, die stellen Sie auch als Beispiel auf Ihrer Internetseite vor. Da kann der Sonnenklar-TV-Zuschauer sich informieren, weil, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, Gesundheit ist unser größtes Gut und damit sollten wir gut umgehen. Nennen Sie mal so einen typischen Tagesablauf, den hier so ein Gast in Anspruch nimmt. Ja, der Tag startet mit einem schönen Frühstück im Panorama-Restaurant, aber auch mit Aktivität. Wir bieten auch Aquagymnastik oder Kneipptreten morgens an, sodass der Kreislauf in Schwung kommt und man gleich mit einem guten Gefühl in den Tag starten kann. Über den Vormittag finden die Therapien statt und dann ein schönes Mittagessen im Restaurant ist der nächste Punkt. Dann schließt sich Ruhe an, Mittagsruhe. Auch darauf legen wir Wert, weil einzelne Anwendungen auch anstrengend sein können für den Kreislauf, sodass ja auch das Ausruhen und die Entspannung natürlich dazugehören zu seinem Aufenthalt. Nachmittags kann man dann nochmal Therapien wahrnehmen oder natürlich auch unseren Ort erkunden, sich den Hafen, den Nationalpark ansehen oder einen kleinen Ausflug machen. Und nach dem Abendessen, ja, wahlweise kann man sich entspannen oder auch den Tanzabend oder verschiedene Vorträge wahrnehmen. Altstadt haben Sie angesprochen, Sie haben eine wunderschöne Altstadt hier, die man auch erkunden kann. Also man hat viele Aktivitäten rund ums Kurzentrum. Sie bieten verschiedene Service-Charakter an, also Sie holen die Leute auch vom Bahnhof ab und bringen sie wieder zurück. Also eigentlich ein Rundum-Konzept rund um das Thema Gesundheit hier bei Ihnen. So kann man das sagen, auf den Gast individuell abgestimmt. Wo kann der Gast, der Sonnenklar-TV-Zuschauer, der demnächst Ihr Gast wird vielleicht, sich weiterführende Informationen einholen?
Das ist möglich im Internet. www.kurzentrum-waren.de ist unsere Internetseite. Aber man kann natürlich auch jederzeit gerne anrufen. Da geben wir auch gerne Informationen. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, das Kurzentrum Waren Müritz, von mir persönlich ein echter Geheimtipp, denn Gesundheit ist Lebensqualität und damit sollten Sie gut umgehen. Und wir beide lassen jetzt den Abend ausklingen, denn mit dem Salz kann man auch Zitrone und einem Tequila nehmen. Ich weiß, das ist nicht gesundheitsfördernd. Zurück nach München. Danke, lieber Björn. Tolle Informationen, die wir bekommen haben. Und klar, um die Uhrzeit, 20.35 Uhr, da ist draußen schon dunkel, auch in Waren, Müritz. Von daher wart ihr unten dann im Keller. Aber wir möchten natürlich allen auch noch mal einen Hinweis auf die Webseite geben. Wir haben die Adresse ja eingeblendet. www.kurzentrum-waren.de. Und da schauen wir noch mal auf die Internetseite, klicken auch ein bisschen durch die Galerie hindurch, damit Sie denn einen Eindruck haben, wenn wir schon aus dem Keller des Kurzentrums senden, beziehungsweise aus dem Keller des Solebads, wo das gerade war. Sie haben das Salz gesehen, dann möchten Sie natürlich auch gerne ein bisschen mehr sehen. Aber ich empfehle Ihnen auf jeden Fall, gehen Sie selber mal auf die Internetseite kurzentrum-waren.de. Da können Sie sich alles anschauen, Zimmer, Gastronomie, aber eben natürlich auch ganz wichtig die Bade- und Saunalandschaft. Weil deshalb fährt man ja auch dorthin. Wellness warm, warm und kalt. Und ganz, ganz viele Bilder, damit Sie auch sehen, wie es tagsüber aussieht. Ja? Das möchte man ja schließlich auch. Also danke nochmal, Björn, und viele Grüße nach Waren.